Ja, euch noch einen schönen guten Tag und ein herzliches Willkommen meiner Seite aus. Ja, ich habe mich ein bisschen umgeschlossen und ja, es hat mir ein wenig zum Nachdenken gegeben und ich habe mir persönlich einen Termin ausgemacht, weil ich habe, wie gesagt, keine Lust darauf, mich jede Woche zum Affen machen zu lassen. Und es sollte eigentlich schon bewusst sein, dass eigentlich alles freiwillig ist. Und ja, dass jetzt ein paar Menschen damals es nicht überlebt haben. Es hat mir meine Zweifel gegeben, bin ich offen und ehrlich. Aber jetzt mittlerweile warte ich ja mal ab, ob ich irgendetwas Zusätzliches bekomme. Und ja, ich muss halt nicht immer den Nagel an die Wand hängen und das Ganze. Aber was mir eigentlich oft immer zu schaffen macht, ist eigentlich, dass jetzt seit neuestem geimpfte Menschen sich auch eintragen müssen. Und da möchte ich nur wissen, was sich die WHO dabei gedacht hat. Weil ein Geimpfter kann den anderen nicht anstecken und umgekehrt würde es auch nicht gehen. Auch wenn man jetzt sagt, da täuschen sie sich. Aber ich möchte eines sagen. Dieses Halligalli-Spiel ist eigentlich eine Unverschämtheit und das kann ich, wie gesagt, nicht tolerieren. Und man möchte, wie gesagt, auch darauf hinweisen. Und ich sage es noch einmal in aller Deutlichkeit, liebe Regierung und liebe WHO, wir Bürger sind nicht dazu da, um uns demütigen zu lassen und so. Wir Bürger sind eigentlich da, um die Gesellschaft wieder zueinander zu bringen. Aber das, was man mit dieser Registrierung hier macht, ich weiß nicht, ich kann es nicht in Worten fassen. Das ist so wie bei der Bundeswehr, wo du die Tauglichen behältst und die Untauglichen gleich rausschmeißt. Es funktioniert bitte so nicht. Und man kann sich jetzt nicht erwarten, dass die Menschen sich alles, aber wirklich auch alles gefallen lassen müssen. So nicht, bitte. Und ich kann auch gleich sagen, da hat sich der oder diejenige echt ein Foul geleistet, also 11 Meter nur halt daneben. Und ich kann, wie gesagt, nur darauf pochern, lassen Sie sich nicht alles gefallen, weil wo kommen wir bitte hin, wenn jeder sich alles gefallen lassen würde? Und zum anderen möchte ich auch, wie gesagt, noch hinweisen, dass hier, wie gesagt, gerade nicht richtig mit der Menschheit umgegangen wird.
Und man möge bitte vielleicht das eine oder andere grundsätzlich ein bisschen verzeihen, weil es ist nicht gerade sehr, sehr nett, dass man Menschen zusätzlich noch segieren muss. Und ich möchte, wie gesagt, keinen ärgern, egal ob es jetzt Österreich, Deutschland, Frankreich, Frankfurt, egal. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es bitte so nicht mehr weitergehen kann. Wir leben in einem rechtsfreien Staat. Und ja, wir müssen uns dem Gesetz fügen. Man kann nicht, so wie es einem passt, irgendetwas ändern, dass es den Menschen dann nicht gut geht. Das geht nicht. Und ich spreche ein wenig aus Erfahrung. Und dass man jetzt sich nicht den Impfstoff aussuchen kann, das finde ich eigentlich auch noch eine Krönung. Weil da hat man, was um Menschenrechte angeht, wirklich die Unterdrückung bestätigt. Und es darf eigentlich nicht wahr sein, dass die Bürger nicht entscheiden dürfen, was sie rein injiziert bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sein, auch wir Bürger haben zu entscheiden, was wir in unserem Körper rein injiziert bekommen. Und man kann nicht einfach, nur weil es der Gesundheitsbehörde passt, einfach pix und fertig. Man soll bitte auch zur Kenntnis nehmen, dass der Mensch eigentlich der Entscheidungsträger ist für sich selber. Weil was ist jetzt, wenn die Person einen Impfstoff kriegt, wo man mit schweren Folgen zu rechnen hat, ja, kann ich Ihnen sagen, da ist, wie gesagt, dann die Krankenversicherung haftbar zu machen und der, der das Produkt unterstützt. Und ich will hier keine Hysterie und Panik ausschieben, keine Frage. Aber es muss, wie gesagt, einmal was gesagt werden. Weil ohne dies und ohne das, ja, wir sind das Volk und wir müssen eigentlich den Ton angeben, was die Regierung zu machen hat. Aber bei der jetzigen Regierung kommt es mir so vor, als ob die Regierung uns sagen will, was wir zu tun haben. Und deswegen meine adäquate Bitte, das Volk entscheidet. Und ich möchte, wie gesagt, auch noch hinweg dazu sagen, ich finde es eigentlich halbwegs in Ordnung, wenn man sich Sorgen um andere macht, was um geht oder. Aber jeder eigene Mensch darf entscheiden, ob man jetzt den Negativtest zeigt oder nicht. Das muss auch einmal klargestellt werden. Und ich als Mensch kann nur sagen, es ist schwer in Ordnung. Und ich kann definitiv nicht sagen, dass ich vielleicht diese Überwachung unterstütze. Ganz im Gegenteil, ich unterstütze sowas nicht.
Weil ich gehe jetzt auch nicht zu einem anderen hin und frage ihm, ob er mir seinen Negativtest vorweisen kann. Das dürfte ich aus Datenschutzgründen nicht. Ja, und dann kommen es wieder alle, ah, Facebook, Lieferdienste und so. Ja, gibt es einen gewaltigen Unterschied. Beim Lieferanten musst du deine Adresse angeben, weil sonst kriegst du das Essen nicht. Ja, kommt's mir bitte nicht mit diesen Argumentationen, weil die führen zu nichts. Weil diese Argumentation, die kann ich nicht stehen lassen. Ich muss ja nicht beim Lieferdienst oder bei den sozialen Medien meine Krankengeschichte präsentieren, um Himmels Willen. Da geht es um ein paar andere Schuhe. Und ich als Bürger kann das, wie gesagt, nicht so hinstehen lassen, dass man hier so tut, als ob das legitim wäre. Ich möchte nur eins sagen. Wenn was legitim wäre, wäre das Freiwilligkeit und nicht Zwang. Und da bleibt, wie gesagt, einem das Wasser im Hals stecken. Also ich dürfte dann, wenn ich die Impfung noch nicht habe, jede Woche mit diesem blöden Zettel herumrennen. Hammer, wo bin ich? Und es mag so sein, dass man sich wirklich darum sorgt, aber ich verstehe von den anderen die Tyrannei und die Hysterie nicht. Man muss alle Menschen gleich behandeln und das sagt auch das Gleichstellungsgesetz, was wir auch haben. Gleichbehandlung, Freunde. Man sollte nicht Geimpfte und Ungeimpfte anders behandeln. Diese Zweiklassenmedizin sind vorbei. Und ich kann immer wieder betonen, egal, ob man jetzt hier auf 200, 300 oder 400 geht, dieses Gesetz ist bitte auch zum Einhalten da. Und wozu haben wir das Gleichstellungsgesetz? Bestimmt nicht zum Spaß. Und ich finde, jeder sollte gleichmäßig behandelt werden, egal ob geimpft oder nicht geimpft, weil diese Ungleichbehandlung, das ist ja nicht, das ist nicht zum Aushalten. Und ja, ich bin zwar älter, aber nicht dumm, muss ich ehrlich noch hinweg sagen. Und ich möchte, wie gesagt, niemanden in Bredouille bringen oder streiten. Ich muss einfach sagen, was ich über sowas denke. Und ich denke über sowas sittenwidrig, gesetzeswidrig. Weil stell dir jetzt vor, ihr Arbeitgeber verlangt nach einer Kontrolle und du hast es nicht und schickt dich heim. Das wäre illegal. Das ist nicht erlaubt, weil das ist gesetzeswidrig. In der freien Wirtschaft, wenn das jemand gemacht hätte, würde dann der Kunde oder die Kundin zur Arbeiterkammer hingehen und das Recht einklagen. Und ja, sei einmal dahingestellt. Wenn jetzt alle Menschen gleich behandelt werden, hätten wir definitiv keine Probleme. Aber man muss ein bisschen an das Gleichstellungsgesetz arbeiten, auch wenn jetzt Pandemie ist, da habe ich völliges Verständnis, dass man sich Sorgen macht.
Aber bitte nicht in der Art, wo man Hysterie und Panik macht. Sowas funktioniert bei mir nicht. Sowas funktioniert bei anderen nicht. Auch wenn man jetzt sagt, das kommt von ganz oben. Ja, man kann darüber reden. Keine Frage. Und wenn man mich fragt, ob ich jetzt jede Woche einen Test gezeigt habe, ja, dann kann ich nur darauf sagen, Sie wissen schon, dass es ein Gleichstellungsgesetz gibt, oder? Ja, wie gesagt, ich möchte mich mit niemandem anlegen, weil dazu bin ich nicht in der Lage und will es auch nicht. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass wir ein Gleichstellungsgesetz haben und das berechtigt auch dazu, den Menschen so zu behandeln, als ob er geimpft worden wäre, obwohl er es nicht ist. Und da verstehe ich, wie gesagt, die Hysterie und Panik überhaupt nicht. Und ich kann es noch einmal betonen, es ist nicht meine Absicht, irgendwelche Unternehmer und dergleichen zu ärgern. Ich möchte nur hier aufsagen, was das Gesetz eigentlich hergibt. Und ich habe noch kein einziges Gesetzesbeschluss gesehen, wo Geimpfte und Ungeimpfte verschieden behandelt werden müssen. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Und ich finde es gesagt sehr, sehr traurig. Da mache ich mir mehr Arbeit als sonst, um den Ganzen dann einmal ein Ende zu bewirken. Habe ich mich doch noch für ein Jockerl angemeldet. Wann ich einen Termin kriege, bleibt noch offen. Man schreibt mir oder ruft mich an, wie auch immer. Aber nicht böse sein, liebe Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ich bin entsetzt. Ich bin maßlos entsetzt. Weil sowas macht einen sprachlos. Und man sollte die Menschen, wie gesagt, egal ob sie jetzt geimpft worden sind oder nicht, den gleichen Maßen behandeln. Und stay strong. Sowas macht, wie gesagt, mir Kopfzerbrechen. Man kann sich jetzt auch darüber streiten, warum in der privaten Wirtschaft verlangt wird, impfen zu gehen und wenn man nicht impfen geht, dass man gekündigt wird. Ja, da habe ich auch noch ein paar Worte zu fassen. Das darf man nicht. Man darf keine Menschen erpressen, indem man sagt, entweder du gehst impfen oder du verlierst deinen Job. Das ist Erpressung und da kann der Geschädigte oder die Geschädigte zur Arbeiterkammer gehen und das Recht einklagen. Da würde dann der Boss ordentliche Augen machen, weil das hat auch nichts mit einem Gleichstellungsgesetz zu tun. Und ich möchte, wie gesagt, niemanden in Patrouille bringen. Aber man muss jetzt wirklich einmal im Leben, muss man hier mal auf den Tisch klopfen und sagen, ja, er hat recht, da ist was falsch gelaufen, wir kümmern uns darum. So, Freunde, das war's auch wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht hänseln von irgendwem. Tschüss!